Bei Mom. Öp. Was haben wir hier? Boah, tschüss. Road Rage. Speed up, okay. Gucken wir uns nochmal die anderen Räume an, oder? Dann kann ja nicht schaden. Dauert ja eh nur noch ein paar Sekunden länger. Nice. So, dann gehen wir zum Boss. Warte mal, den Schatzraum. Den Teufelsziel hatten wir ja schon, ne? Genau. Teufelsziel hatten wir schon. Das heißt, ja, wir machen jetzt einfach Marm und dann gehen wir zum Boss Rush. Ich hoffe, der Boss Rush ist mega krass. Ich glaube, mit dem Damage kann man eh alles schaffen. Wir wollten mal in Dark Floor gehen, ne? Da haben wir den hier. Ikoli. Das hier. Okay. Ja. Warte mal, das heißt, wir spawnen jetzt Münzen und gleichzeitig diese Münzen erhöhen. Diese Münzen droppen gleichzeitig Herzen und diese Herzen droppen gleichzeitig weitere andere Herzen. Okay, alles klar. Kann man mal machen. Ne, kann man mal machen. Ist jetzt ein bisschen OP. Ich meine, gut, der Bossrush ist an sich eigentlich echt hart, ne? Guck mal, da sind immer drei Gegner, ne? Soweit ich das sehe hier. Das ist schon hart. Hehehe. Das will ich aber nicht sehen hier. Alter, das ist so krank, Alter. Keine Ahnung. Yo, auf Wiedersehen. Oh, Alter Schwede. Ist das easy. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man nicht so einen OP-Run hat, dann ist das ein echt schwieriger Bossfight. Aber ne, ich bin halt Babo. Einmal Babo, immer Babo. Oder wie war das? Get fucking wrecked! Aua! Ach, der Holy Mantle, na Mensch, das ist aber... zurück? Ja, keine Ahnung. Was soll ich zu diesem Run noch sagen, Leute? Wir sind einfach ein Beast. Ne? Wir sind einfach ein fucking Beast. Was ist denn das hier? Das ist irgendwie ein Trinket. Ja. Ach, fuck. Das wollen wir gar nicht. Was ist denn das hier für ein Trinket? Emergency Contact. Help from above. Okay. Hat ja viel gebracht. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich einfach so ein Stampfer oder so. Alter, ey, wirklich. Ich glaube, ich hatte wirklich noch nie so einen Run. Ich meine, gut, ich hatte, ne, wenn ihr euch daran erinnern könnt, hatte ich ja, der letzte Run, den wir hatten mit Keeper, war ja mit diesen übelsten OP-Bomben, ne, die einfach alles gelasert haben. Aber das hier ist halt nochmal, ne, mindestens genauso retarded. Warte mal, den kann man ja nicht töten. Boah, das ist ja fies. Man muss echt die anderen dann töten. Aus hier. Tschüss. Wow, die Mimik. Also mit den Mimikkissen, da finde ich auch richtig geil gemacht. Eine richtig geile Idee. Dass da vorher noch nicht irgendwie Edmund McMillan draufgekommen ist, wundert mich. Vor allem durch den Holy Mantle können wir uns halt ey, alles erlauben, ne? Wir können alles machen, was wir wollen. Das ist so retarded, Alter. Wir können einfach machen, was wir wollen. Wir machen jeden Scheiß One-Hit.
Gott, ist das heftig, ey. Holy fuck. Ja, können wir machen. Ich will den Run eigentlich noch krasser machen. Oh, lol. Okay, also das ist schon echt krass. Die Gegner sind schon echt fies. Ein goldener Schlüssel, was soll ich denn damit? Die Gegner sind schon echt fies, ne? Wenn ich bedenke, ich bin jetzt mega krass geschützt, ne? Aber normalerweise ja nicht, ne? Dann hast du da echt Probleme, wenn die 80 Milliarden Kugeln ballern. Guckt euch das an, ne? Ich meine, wir haben den Holy Metal halt, ne? Alright. Ach ja. Das ist doch mal eine entspannte Runde, Isaac. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ha, nach all dieser Zeit mit dem Keeper, ne, habe ich solche Runs richtig vermisst. Ne? Wo ich noch so richtig tilted war. Maximum tilted. Das waren noch Zeiten, ne. Und jetzt, ne. Ich hatte schon ein bisschen Grusel vor der Challenge, sag ich schon. Ich hatte ein bisschen Grusel vor der Mod. Weil ich mir dachte so, yo, das wird bestimmt ultra krank. Aber bis jetzt, die zwei Runs gingen echt. Ich glaube, die Challenges sind wahrscheinlich echt krass, oder? Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir mal eine Challenge. Oder halt, wie gesagt, ne, ihr schreibt mir mal rein. Ihr schreibt mir mal rein, was ich machen soll, ne? Ob ich halt resetten soll oder nicht. Ich glaube, das ist, weil wir so ein krasser Typ sind, ne, in Isaac. Nee, wir haben einfach Glück. Diesmal haben wir wirklich Glück, muss ich echt sagen. Also nicht nur die Fork, sondern auch die anderen. Also die Pitchfork war natürlich schon mega krass. Aber auch dieses Paw fand ich ganz geil mit diesem Temporary Tears Up. Das ist auch ein Item, finde ich. Sowas fehlt wirklich noch in Isaac. Irgendwie so ein Item, womit du dir kurzweilig irgendwie Attack Speed geben kannst, ne? So ein Steroid quasi. Das ist eigentlich echt geil. Das ist eine coole Idee. Ich hoffe, dass das irgendwie vielleicht übernommen wird sogar. Vielleicht denkt sich ja Edmund McMillan irgendwie, jo, die Mods haben ganz coole Ideen. Da schnapp ich mir mal ein paar und nehme die auch mal für mein Game. Ich denke mal, hier ist es wahrscheinlich auch am interessantesten, wenn man solche Helden wie, solche Charaktere wie Keeper oder Lost spielt. Darkfloor nicht vergessen, ne? Wir gehen in den Dark Floor, aber wir gehen ja eh zu Hush. Ach fuck, habe ich den Hush jetzt zugemacht? Habe ich Hush zugemacht? Ich hoffe nicht. Oh nee, habe ich nicht. Puh. Denn darauf bin ich echt gespannt, ob Hush wirklich auch so luschig ist. Ich meine, klar, wir sind relativ sick. Aber das heißt ja nichts, ne? Ja, wir sind Guppy. Okay, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das egal ist jetzt, was wir machen. Mit Guppy, alles scheiße. Oh mein Gott, Alter. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich Wurst, was wir jetzt hier machen. Okay. Kann man mal machen, oder? Ja. Okay. Dann gehen wir mal zum Boss, würde ich sagen. Okay, das hat, glaube ich, die Frage beantwortet von mir. Ich meine, gut, der hält echt viel aus. Muss man echt lassen. Also dafür, dass ich so ein Damage-Beast bin, hält der wirklich viel aus. Hush ist dagegen eher wieder so... Ja. Ja! Irgendwie zu leicht. Oder? Meine ich das nur.
Aber er zieht sich trotzdem in die Länge. Also ich bedenke gerade mal so, wenn wir halt echt weniger Damage hätten. Ich meine, überlegt mal, wir stehen gerade in ihm drin quasi. Deswegen ist das halt auch so sick, ne? Aber so finde ich es echt super simpel. Ah! Hilfe! Ja. Hip. Gut, wir gehen Darkfloor. Ja. Hasch war easy. Ich denke mal, das wird ein bisschen schwieriger, wenn wir halt einen anderen Held spielen, ne? Und nicht so geile Items haben. Alrighty. Prince till the end. Na gut, ich habe zum Glück noch nicht genug Fliegen. Kann man mal machen. Das ist so heftig, Alter. Holy shit. Ey, das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass man so viel... Also, klar, wir hatten schon solche Runs, ne, wo wir die Leute halt nicht übel zerficken. Aber das ging ja schon einfach so instant los, ne? Ich meine, jetzt auch noch natürlich, ne, mit den Teufelsdeals, ne? Goathead ist halt ganz klar, ne? Da hast du dann einfach so kranke Items dabei. Gerade noch durch Guppy jetzt, ne? Durch Guppy haben wir jetzt einfach noch so viel mehr Damage raus. Ich glaube, hier kann man echt so Speedruns versuchen. Ich meine, ne, normale Spieler machen es halt im normalen Run. Speedrun. Aber ich, ne, ich bin ja dafür zu schlecht. Mich würde mal echt interessieren, was das bringt. Ich glaube nicht, dass man dadurch irgendwas holen kann. Sich, weil in der unteren Ebene, in der Kiste... Oder im Darkfloor ist es ja eh so, dass du halt den Schlüssel geschenkt bekommst, ne? Diesen, Goldschlüssel. Von daher ist es ja eigentlich voll useless. Okay. Ein anderer Boss. Ja. Okay. Okay. Ja. Wir gucken uns noch mal ein paar andere Räume an, ne? Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier zum Boss gehen direkt, mein Mega-Satan wird wahrscheinlich über wack sein. Oder der wird wack sein. Ich glaube, der wird wack sein. Wir können ja theoretisch gesehen auch noch den anderen Boss machen. Wir können ja heute alles machen. Weil mit dem Itembild, da kannst du echt hier durchrennen. Dann guckt euch das an. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar coole Items, wer weiß. Ich glaube zwar nicht. Wieso haben wir eigentlich... Wieso haben wir eigentlich bei den 1000 Items, die wir gefunden haben, nicht einmal wenigstens Curse Immunity gefunden? Das frage ich mich gerade. Ich meine, krasser wäre jetzt noch Tammy's Head, ne? Tammy's Head wäre ultra sick. Damit hättest du quasi nochmal komplette Rundumzerfickung. Ich finde aber auch, die halten auch nicht so viel aus. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben jetzt nicht so den Monster-Damage. Ne? Ich meine, klar, durch Pitchfork schon, aber jetzt rein auf dem Papier. Ich meine, 5,6. Das war der Boss. Okay. War jetzt nicht so geil. War jetzt nicht so geil. Gut, dann gehen wir zum Satan, würde ich sagen. Zu Mr. Satan. Mega Satan. Ich ahne irgendwie, das wird nicht so schwierig werden. Oh! Stirb arm, stirb arm. Hi. 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 Ja, das wird ein easy fight. Also anscheinend ist Mega Satan immer noch leicht. Wir müssen mal beim nächsten Mal machen wir, glaube ich, echt mal eine Challenge.
Wie schnell der einfach tot ist, Alter. What the fuck? Echt Wahnsinn. Mal sehen, ich sag 3 Sekunden. 1, 2, 3. Naja, gut, nicht ganz. Aber, ne? Ging schon in die richtige Richtung. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Ihr schreibt mir, wie gesagt, mal gerne in die Kommentare, ob wir nochmal alles wipen sollen und nochmal noch von vorne anfangen sollen. Es wird halt ultra langwierig dann wieder, ne? Ihr wisst ja, wie lange ich beim letzten Mal schon gebraucht habe, ne? Oder ob wir einfach weitermachen und wir packen uns einfach mal jeden Charakter und zocken mal so ein bisschen. Und, ich meine, wir haben ja immer noch hier den Keeper auch, ne? Und den Heretic, ne? Und noch ein paar andere Charaktere. Ich glaube, das ist schon immer noch ganz lustig. Und zusätzlich haben wir noch 20 Challenges, ne? Da können wir ja auch mal reingucken, was das alles so ist hier, die ersten 20. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, das war's für heute. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.